Der Weihnachtsmann sucht seine Kugeln und wir sollen den Elfen helfen, in der Weihnachtswerkstatt, beim Spielzeug herstellen, was auch immer. Hier ist schon mal ein Elf, aber der steht nur starr herum. Und hier fehlt uns zwar die Erfahrung, aber ich hoffe, dass das Spielzeug, das ich mit meinen eigenen Händen basteln werde, nicht schlechter aussieht als die Kreation der Elfen. Na, darauf würde ich jetzt mal nicht wetten. So, hier haben wir Negern, hier haben wir ein bisschen Farbe. Ein stilvoll gestaltetes Geschenk lässt das Herz eines jeden Empfängers schmelzen. Das stimmt. Gut, wahrscheinlich kommt hier irgendwas raus. Bisschen düster hier drin. Also, finde ich. Mach das beste Geschenk für deine Freunde und bastel ein Spielzeug mit deinen eigenen Händen. Male es links und rechts bunt an, gib ihnen ein Outfit und das leuchtet. Wähle eine Geschenkbox und eine Schleife und schon bist du bereit für die Show. Gut, wir sollen hier irgendwie einen Bären oder sowas. Na, dann bin ich mal gespannt, ob wir es hinbekommen werden. Also, was haben wir denn? Band haben wir schon mal. Farben haben wir, Faden haben wir. Maßband haben wir auch. Okay. Und das hier irgendwie. Aha, ein Osterhase. So, hier ist was zum Anmalen. Da können wir auch bestimmt schon mal die Farben reinmachen. Es ist an der Zeit, mein Geschenk zu verpacken. Habe ich eine passende Schachtel? Nee, aber schon mal ein Schleifenband. Das können wir auch nicht mitnehmen. Okay, dann haben wir das schon mal geklärt. Wir können das auf jeden Fall schon mal einpacken. Eine Schachtel. Tja. Ich denke mal, hier kommt es raus. Oder? Ach so, natürlich. Es stimmt, dass selbstgemachte Geschenke viel schöner sind als die aus dem Laden. Ich werde versuchen, ein einzigartiges Spielzeug zu sammeln. Zu basteln. So, ich denke mal, genau, das müssen wir aufmachen. Also, wir haben eine Hasenfigur. Hier kommt eine Hasenfigur. Okay, schneide den Umriss gemäß den Anweisungen heraus. Und 16. Also einmal nach oben. So, und dann... Ah, das ist zu hoch. So, und dann so. Ach, der schneidet schon. Na, warte mal, mach mal da noch ein bisschen weg. Nee, ich mache noch mal. So, also... Ja, dann nochmal. Okay, es geht aber nicht. Dann machen wir hier. Sieht aus wie eine Tanne. Ich glaube, es wird nicht das schönste Geschenk. Kann man zwar machen, aber... Na, nochmal. Ich glaube, ich fange oben an. Erstmal die Ohren. Ja, mehr kann man eigentlich auch nicht einstellen. So, hier mal schon mein Ohr. Dann müssen wir das hier unten noch wegschneiden. Weil sieht es ja wieder aus wie eine Tanne. Kannst aber auch nichts weiter machen. Du kannst ja nur hier. Nee, warte mal, einen hoch. Nee, mehr geht nicht. Aha. Mal.
Naja, das ist echt Sorgen. Hat er noch andere Formen? Ja, also nochmal. Okay, nochmal oben. Erstmal das Ohr. Das sah ja eigentlich, das Ohr sah ja schon mal aus wie ein Ohr. Fast. Bisschen groß, ne? Haben wir das? Aha, das sieht doch schon besser aus. Okay, dann haben wir. Kann leider auch nicht rückgängig machen, glaube ich. Ich wollte gar nicht. Ah, sieht doch jetzt doof aus. Was ist denn das für ein Teddy? Egal. So, dann den Arm. Nehmen wir. Hier noch mal ein bisschen korrigieren vielleicht. Könnte das Bein sein? Blöd, dass du hier klickst, wie blöd, bis sich das ändert. So, jetzt nehmen wir. Oh, ach, dann macht er das wieder dran. Aha. Nee. Boah, ist das mühselig. Kopf schon. Ja, ich glaube, Schnitzen ist jetzt nicht so meins. Das sieht doch hier doof aus, das hier. Irgendwie noch verändern. Vor allem, das nervt hier. Ach komm schon. Okay, was anderes gibt's nicht. So, dann haben wir das hier. Das ist ja schon mal ein Rundbogen, aber das finde ich hier komisch. Lass mal so. Gut, dann haben wir noch ein Ärmchen. Nee. Ne, ich glaube, der kommt dann hier unten. Warte mal. Da ansetzen. Ach, das sieht doch schon mal gut aus. Und dann. Stimmt da oben. Hui. Warte, wir nehmen erstmal das nächste.
Nee. Könnte voll für unten sein. Bin auch nicht sicher. Doch. Okay, wir müssen den Arm noch machen. Hui. Unsere erste Schnitzerei. Her damit. Unbemaltes Spielzeug. Okay. Dann hier rein in die Maschine. Gut, jetzt müssen wir es noch verpacken. Aber dazu brauchen wir erstmal eine Schachtel irgendwie. Und das müssen wir auch noch aufbekommen. Nur die Frage, wie? Also hier müssen wir nicht mehr ran. Ach, hier ist noch eine Nähmaschine, habe ich gar nicht gesehen. Warte mal. Ja, aber was nähen wir denn jetzt? Glitzerndes Outfit. Ich habe ein Kostüm für dich genäht. Nee, 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 nee. Wir haben noch gar nichts genäht. So, warte mal, erstmal ausmessen vielleicht? Nee. Okay, wir brauchen auch noch Stoff. Ja, was soll ich denn das alles herkriegen hier? Nee, da nicht. Das wird nichts. Also, Nähmaschine. Ich vermute mal, dass hier irgendwas drin ist, aber wie können wir es aufmachen? Ach, hier habe ich ja auch noch was, den Nussknacker. Gute Frage. Ich glaube, wir müssen erstmal zurück. Nee. Doch. Wir müssen zurück. Zum Schlitten. Die Ketten müssen noch auf. Ach, warte mal. Spielanleitung. Gut, eine Kugel. Nicht, dass hier genug Kugeln rumliegen, aber wir suchen genau die eine Kugel. Ja, und hier müssen wir auch noch ran. Ach so, die ist ja dahinter. Warte mal, kann man den irgendwie wegziehen? Nee. Kann man das mit dem Maßband raus? Ja. Blub. Alter Lebkuchen, oh nein. Ich hätte ja auch gerne selber mal geworfen. So, was haben wir bekommen? Ein Teller und eine Augenbraue-Pinzette. Ja. Mhm. 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 Was machen wir denn mit der Pinzette? Hier müssen wir hin. Ein Teller. Augenbrauen. Nein, ich wollte... Nein, nein, nein. Ich wollte ja nochmal zurück. So, er möchte doch Honig. Da ist etwas Wertvolles. Vielleicht... Ah... Ach, guck an. Prima, wir haben den zweiten Eiszapfen. Ich weiß zwar nicht gerade wohin, aber vielleicht können wir den hier hinlegen. Dachte ich mir schon. Durchquere das Feld, indem du immer wieder auf die Figuren mit der gleichen Farbe oder Form wie die vorhergehenden klickst. Du kannst nur Figuren auswählen, die sich auf einer geraden Linie befinden.
Ich muss ich jetzt alle schaffen oder? Gucken wir mal. Also, bin ich das? Bin ich das? Durchquere das Feld. Auf die Figuren mit der gleichen Farbe oder Form. Ich nehme mal die und die. Was kannst du jetzt machen, auch wenn ich gedrückt halte? Gleiche Farbe oder Form. Hier geht es nicht lang. Aber die ist jetzt angemarkert. Aha. Ja, was heißt denn durchquere das Feld? Ein bisschen schwierig. Hier komme ich auch gar nicht weiter. Also, gehe ich jetzt von da? Gehe ich jetzt von hier? Also das Spiel verstehe ich nun mal komplett gar nicht. Also eben war es ja blau umkreiselt. Sorry. Und dann da oben, hä? Egal. So, wir haben einen Diamantring. Toll. Was mache ich mit dem? Wir haben ja kein Glas zum Aufmachen. Doch, warte mal. Eis. Nee. Naja, es hätte ja sein können, nee. Hier müssen wir hin. Der gute Diamantring. Jetzt muss ich die Schätze nur noch vorsichtig rausholen. Das machen wir mal mit der Pinzette. Das Sofa ist bestimmt bequem. Ich habe das sternförmige Medaillon in einer meiner Weihnachtskugeln versteckt. Hätte ich dieses mächtige Artefakt offen herumliegen lassen, wären meine schelmischen Elfen sicher in Versuchung gekommen, es in die Finger zu bekommen. Es ist sicherer, es an der Weihnachtsbaumspitze aufzubewahren. Da käme es ihnen nie in den Sinn, dort nach ihnen zu suchen. Der Weihnachtsmann. Gut, dann müssen wir ja nur noch die Weihnachtsbaumspitze suchen. Ach, da ist sie doch schon. Na juhu. So, drauf da. Hui, der glitzert aber schön. Aber was für ein schönes Bild. Das ist so richtig gemütlich. Dann wimmeln wir uns mal durch den Weihnachtsbaum. Ach du, finde alle Weihnachtskugeln. Brauchen wir denn noch eine? So, und noch mehr. Hier war noch eine. Gut, hier fehlt mir noch eine. Wo bist du? Hm? Nee. Ach, hier. Und noch mehr Kugeln. Komm, da ist eine. Hier ist eine und hier. Yeah. Und wir haben die Weihnachtskugel jetzt.
Sehr schön. Können wir ihm jetzt die Weihnachtskugel geben? Ja. Thanks a lot for your help. Here, take this medallion and wear it proudly, because it always belonged to you alone. You, my young friend, are none other than Princess Goldilocks. I know you're startled to hear it, so let me explain. Your father, King Edmund, lost you in the depths of the forest many years ago. You were very young at the time. That's why it's no wonder you have no recollection of your life in the royal palace. You roamed the forest until you came across a family of vagabonds. They sheltered you and raised you as their servant. Some evil sorcerer also distorted your appearance. However, as soon as you put on your medallion, its magic will bring back your beauty along with all your childhood memories. What an extraordinary transformation! Christmas is indeed the best time for miracles. Now that you're freed from the evil spell, you should return to the royal palace. My sleigh will get you there in no time. Just sprinkle some magic dust on it to send it flying into the air. All you need to do to obtain some is to grind a few enchanted stones in my special mortar. I wish you the best of luck, Princess Goldilocks. One day we'll meet again. For now, take this wind-up key. I'm sure you'll make good use of it. Na, was für ein schönes Weihnachtswunder. Aber wir haben es uns ja schon fast gedacht, dass wir als Spielerfigur hier Goldilocks sind. Ich kann immer noch nicht glauben, dass mir das passiert ist. Na, ich auch nicht. So, ein Aufziehschlüssel. Okay, wir müssen aber trotzdem erstmal noch die Bahn suchen. Nee, warte mal, den können wir doch jetzt erstmal aufziehen. So. Den alten Nussknacker. Gut, dann packen wir den mal hier hin. Nicht. Was? Gut, er kommt da nicht hin. Dann haben wir Dietrich, ja? Bemaltes Spielzeug. Aufgezogener Nussknacker. Hm. Ja, wie schön. Verzauberte Steine. Wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen... Der Schlitten des Weihnachtsmanns bringt mich ohne den Zauberstaub nicht sehr weit. Das stimmt. Wir wollen ja auch noch gar nicht reisen. Wir möchten ja noch mal in der Werkstatt. Ach, und dafür brauchen wir die Dietriche. Alles klar, wir haben verzauberte Steine. Der Weihnachtsmann hat mir geraten, diese verzauberten Steine für zu Zauberstaub zu zermalen. Welches Werkzeug brauche ich dafür? Das ist nur der Weihnachtsmann. So, wir gehen mal zurück ins Haus und gucken mal, ob wir hier noch eine Buntglaskachel hinmachen können. Sieht aber leider nicht so aus. Nee. Hm. Dann nochmal ab in die Werkstatt. Ah, da komme ich auch nicht weiter. Hier müssen wir nochmal hin zum Schlitten. Ach, warte mal, vielleicht... Ah, ein Brief. Die Beschaffung von verzauberten Steinen wird von Jahr zu Jahr schwieriger. Ich fürchte, dass ich schon bald Lady Winter bitten muss, mir ihren Schneesturm zu leihen. Hätte ich auch gerne mal. Wenn ich ihn anschirme und auf meinen Schlitten ziehen lasse, wird mir der Schneesturm hoffentlich neue Lagerstätten mit verzauberten Steinen zeigen, die wir noch nicht entdeckt haben. Ich bewundere die schnelle Auffassungsgabe des Weihnachtsmanns. Für jedes Problem gibt es eine Lösung und so sieht es aus, als ob er darin gut ist, sie zu finden. Ja. So, was können wir denn hier noch nehmen? Achso, wir müssen noch ein paar passendes Amulett finden. Gut, wir haben eine Spitzhacke. Ja, hat sich angeboten. Was müssen wir denn kaputt hacken? Die Truhe brauchen wir, glaube ich, nicht kaputt hacken. Ach, den Honig. Da.
So, und der Bär bekommt jetzt den Honig. Gottchen. So, das haben wir. Dann ab zum Weihnachtsmann. Oh nein. Setze das Bild der Eisenbahn zusammen. Wechsel zwischen den verschiedenen Teilen. Du kannst nur die Fragmente eines Teils bewegen, das du auf dem Bildschirm siehst. Der muss da unten. Der muss hier hin. Nee, muss er nicht. Der muss weg. Der macht überhaupt keinen Sinn. Der macht eigentlich auch keinen Sinn. So, den machen wir da hin. So. Dann kommt der da hin. Der kommt nach oben. Das ist ein Endstück. Der macht hier überhaupt keinen Sinn. Der auch nicht. Der macht. Warte mal, der macht. Das macht alles irgendwie keinen Sinn. So, da ist ein Teil, dann fällt es da. Ach so, warte mal, das Kreuz habe ich ja. Kreuz. Hier fehlen Senkrechte. Okay, also hier ist ein gerades Stück, hier ist das Kreuz. Das heißt, hier muss der auch noch lang. Käme auch, wäre eine Sackgasse. Weil da käme er ja dann nicht mehr weiter. Das heißt, er muss eigentlich nach unten. Und die sind beide gleich. Ach, warte mal, die müssen wir tauschen. So. Nee, auch nicht, oder? Das ist ein Endstück. Das ist auch ein Endstück. Das ist total bescheuert. So. Was haben wir da? Also, hier haben wir ein gerades Stück. Hier geht eins runter. Nach rechts. Hier ist eine Kurve. Hier ist das Mittelstück. Hier ist ein Endstück. Da geht es nicht weiter. Da müssen wir die Beine. Na toll. Da hätten wir auch nicht mit den Fingern reinfassen können. Vielen Dank für Ihren Brief, Lady Winter. Natürlich können Sie sich darauf verlassen, dass ich Ihrer Patentochter helfen werde, Ihr Gedächtnis wiederzufinden. Was Vincent betrifft, so haben meine Elfen ihn in letzter Zeit nicht mehr gesehen. Aber früher oder später werden wir ihn finden. Das versichere ich Ihnen. Der Weihnachtsmann. Ich frage mich, wer die Patentochter von Lady Winter ist. Ich habe noch nie von ihr gehört. Wer könnte das wohl sein? Gut, das glüht, ich glaube, oder? Den nehme ich noch mit. Achso, warte mal, dann können wir doch erstmal hier raus. Das nochmal aufmachen.
Weil wir brauchen immer noch Stoff. Der Schlüssel steckt im Schlüssel. Okay, jetzt wird's blöd. Mörser und Stößel. Dann Mörser mal. Und Stößel. Dankeschön. So, wir fahren aber noch nicht. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Werkstatt. Achso, da gehen wir in die Werkstatt. Zauberstab. Ja, aber jetzt habe ich immer noch keine Klamotten. Und da will ich jetzt einfach mal einen Tipp nehmen. Ach was. Hä? Moment. So, die Karte sagt, hier müssen wir tatsächlich hin. War da? Nee. Oh komm, wir wollen doch noch eigentlich unser Geschenk abholen. Es hängt fest. Nein, wollen wir eben nicht. Nein. Aber was soll ich hier machen? Wir brauchen ja Stoff, aber ich kann hier nichts rausholen. Wie können wir den Schlüssel richtig drehen? Naja, ich habe ja nichts mehr. Das ist ja das Problem. Also wäre dann höchstens noch hier. Aber hier braucht man ein Amulett. Oder können wir hier eine Kette basteln? Nee. Okay. Schwierig. Nehmen wir. Okay, hier müssen wir was tun. Was habe ich denn hier übersehen? Ach, die Hasenfigur. Ach, das sehe ich jetzt erst. Okay. Amulett, ich war... Ah, und jetzt haben wir Stoffstreifen. Sehr gut. Den Hasen einfach nicht gesehen. Ach du meine Güte, der arme Bär. Eine hübsche Schleife, ja, nee, doch mal. Okay, aber ich kann nicht nähen. Warum nicht? Ich weiß es nicht. So, er bekommt jetzt erstmal hier sein Outfit an. Ach du meine Güte. Es tut mir richtig leid für dich, Bär. Fertiges Spielzeug. So, wir brauchen auf jeden Fall eine Schachtel. Ja, du hast eine Schachtel. Okay, was müssen wir hier machen? Wahrscheinlich noch die Schleife. Tja, meine Geschenke verpacke ich doch immer anders. Ich habe ich eine passende Schachtel? Ich denke, du bastelst mir jetzt eine. Warte mal, da müssen wir doch bestimmt, hier ist doch auch so ein... Vorhin mussten wir Farbe reinmachen. Nee. Ich glaube, wir brauchen die Schleife, aber ich habe keine Ahnung. Warte mal, ich frage mal. Ich frag mal wieder falsch. Nee. Hier müssen wir hin. Okay. Jetzt haben wir noch weniger im Inventar. Ach, verdammt. Jetzt müssen wir dahin. Ach, Moment mal. Damit das rausziehen. Jetzt verstehe ich.
Und jetzt haben wir Kleber. Das heißt... Nee, warte mal, hierfür. Aha. So, das ist offen. Oh Gottchen, ein Wimmelbild, das machen wir natürlich. Ja, wir suchen Umrisse, einen Schlüssel, also so einen Aufziehschlüssel, einen kleinen Hammer. Eine Sonne, Stern. Mond. Ohne einen zweiten Hammer ist eine gut koordinierte Arbeit nicht möglich. Ich verstehe. Achso, warte mal, wir müssen die auch einsetzen. Hatte ich nicht einen Hammer gefunden? Da. Und jetzt? Hau den Lukas. Sei nicht so traurig, kleine Puppe. Ich werde dir einen neuen Hut besorgen. Ach so, das machen wir jetzt. Gut, dann brauchen wir mal eine Scherenaufziehschlüssel. Wer möchte denn mal aufgezogen werden? Mal einen Stern. Der Vogel wahrscheinlich. Gut, das müssen wir nähen. Ich hätte ja gedacht, wir machen jetzt hier irgendwas und der Vogel spuckt was aus, aber nö. Ja, ich habe ja die Sonne noch nicht gefunden. Also, wir brauchen hier irgendwie noch Nadel und Faden. Hier ist ein Dietrich. Ein Knopf. Kanone. Schere sehe ich auch nicht. Hier ist die Sonne vielleicht. Nee, ist sie nicht. Also Kanone, Schere, Sonne, der Hut. Das muss genäht werden. Weißt du? Haben wir ja schon lange nicht mehr. Ist das hier vielleicht Nadel und Faden? Auch nicht. Okay, dann müssen wir für den Esel vielleicht eine Karotte suchen. Die ich natürlich auch nicht sehe. Er braucht hier bestimmt so ein Becken. Aber wo soll denn das ganze Zeug versteckt sein? Also, dem hält man eine Karotte vor die Nase. Ist bestimmt irgendwo versteckt. Katze kommt gleich gerade vom Klo, wie sie aussieht. Nadel und Faden. Ach so, ach Mensch. Guten Morgen. Gut, so, wir haben den Hut. Dann war das doch die Sonne, alles klar. Hey, es geht vorwärts, unglaublich. Ich habe einfach die Nadel nicht gesehen. Kavum. Nein. Diese Plastikmöhre. So, was? Kurbel.
Die Kurbel. Geschenk gefunden. Ach, unser Geschenk, natürlich. So, da kommt jetzt noch eine Schleife drauf. Müssen wir es hier hinstellen? Ja. Ah, und jetzt funktioniert es. Na, sehr schön. Handwerklich begabt. Stelle ein selbstgemachtes Geschenk her. Naja, es war ein bisschen frustig, aber es hat doch noch gut geklappt. Okay, das haben wir geschafft. Das heißt, wir sind hier fertig. Ey, was für eine wunderschöne Szene. Ich liebe einfach dieses Spiel. Ach so, nee, wir müssen ja zu unseren Eltern, zum Palast. Wir haben königliche Verpflichtung. Ja. Tudum. Not so fast, Princess. Did you seriously think Lady Winter's amateurish spells could hold me back? You underestimated me, girl. I broke free and jumped into that portal right after you did. The journey was far from pleasant and the landing ended up being a bit rough. I fell on the ground head first and passed out for a while. But here I am now, and I finally cornered you. Looks like you found a way to lift the curse. I hope that day would never come. Now I may as well tell you the truth before getting rid of you once and for all. My father got killed when he was out hunting with the king. He was shot by an arrow. So wild beasts were not to blame for his untimely demise. I'm beyond sure it was the king's own doing. I vowed to take revenge on King Edmund. I wanted to see him suffer as much as I did when he took my father's life. That's why I decided to deprive him of his beloved daughter. When you were very young, Goldilocks, I sent you to the forest to look for the Christmas star. I told you we needed it to decorate our Christmas tree. Of course, you bought it. I got in touch with an evil sorcerer and ordered him to erase all your memories and disfigure you to make sure no one would ever recognize the pretty little princess anymore. And now... Na, dann wollen wir mal schnell flüchten. Ah, verdammt. Ja, das geht, dass es auch immer gleich losgeht, bevor man lesen kann. Nein, das habe ich noch fast verloren. Ach, verdammt. Ah, ich dachte, wir sind schon da. Oh, es fängt jetzt auch noch mal von vorne an. Geht doch auch schnell. Das Knirschen vom Schnee. Ah, oh, verdammt, ein Herz weg. Ach, zwei Herzen weg. Oh, komm schon, mir wird schon schwindelig. Okay, wir sind da, Gott sei Dank. No. No, this can't be true. Vincent writes that my daughter is dead. Until I see her breathless body with my own eyes, I refuse to believe this. But what should I do now? I dread to think how the Queen will react to such news. Even if that kind girl finds Goldilocks' medallion and I awaken my wife, her motherly heart will never get over this loss. Goldilocks?
Is that really you? Or am I dreaming? Oh, I knew you were alive, my precious girl! Why would Vincent deceive me like that? I never thought he was capable of such vile treachery. Speak of the devil, and he shall appear. Well then, Vincent, what do you have to say in your defense? You won't get any excuses from me! If I could turn back time, I wouldn't change a thing! You deserved all this suffering because my father's blood is on your hands! What are you talking about? I didn't kill your father. He was shot by an arrow while we were hunting with bear spears. Ask anyone who accompanied us on that day if you need confirmation. None of us even carried a bow. Why didn't you let me in on your suspicions, Vincent? Then I would have explained everything to you right away. Instead, you chose to plot against me. Now, it's too late for you to make amends, Vincent. Your betrayal has tarnished your reputation forever. Guards, take him into custody. Goldilocks, my dear daughter, you're here, you're back. Was für ein Ende. Es war ja ein richtiger Film, bis auf die Mutter. Wacht auf. Oh, Goldilocks, da bist du ja endlich wieder. Ja, was soll ich sagen? Was für ein Spiel. Ich lasse auch den Abspann jetzt mal durchlaufen. Aus Respekt vor den Entwicklern, denen ich sehr, sehr dankbar bin für dieses wunderbare Spiel. Hat mir sehr viel Freude bereitet. Und so viel Abwechslung in einem Spiel, ich glaube, das hat man schon ewig nicht mehr. Davon mal abgesehen, dass es ein unglaublich langes Spiel war. Gut, kann natürlich auch an meiner Spielweise liegen. Andere sind da vielleicht in 3 Stunden durch oder 2 Stunden, keine Ahnung. Aber man will es ja auch ein bisschen genießen und sich umschauen. Und naja, dann klappt es nicht immer gleich mit den Minispielen oder mit den Wimmelbildern. Ist aber für mich persönlich jetzt gar nicht so dramatisch, weil, wie gesagt, es war ein wunderbares, schönes, langes, farbenfrohes und liebevolles Wimmelbildspiel. Und das muss ich echt sagen, es war so liebevoll gemacht. Ja, vielen, vielen Dank dafür, dass wir das spielen durften. Und ich wünschte mir, es würde noch viel mehr von diesen wunderbaren Spielen geben. Glückwunsch, du hast das Spiel abgeschlossen. Ach. Die Musik ist auch so schön. Wir gehen mal in unser Zimmer. So, die Weihnachtsstrümpfe haben wir noch nicht zu Ende gelesen. Ich mache mal ganz kurz ein bisschen leiser. Weil mit dem Ton ist ja zwischenzeitlich immer ein bisschen zu laut gewesen. Beziehungsweise zu leiser, musste ich wieder lauter machen und... Naja, ein Strumpf fehlt uns. Unglaublich. Aber ich hätte nicht gedacht, dass wir überhaupt so viele noch finden. Haben wir den schon gelesen? Ja, haben wir Rot-Grün. Tradition, Schlitten haben wir gelesen. Bärenjunge, Schneeflocken, Schneemann, Rentier, Weihnachtsbaum haben wir den. Genau, wegen der Kreativität. Den Weihnachtsmann hatten wir auch. Den Elfenstrumpf haben wir, glaube ich, nicht. Sogar mächtige Zauberer wie der Weihnachtsmann brauchen Assistenten. Die flinken kleinen Finger der Elfen können Geschenke mit feiner Handarbeit anfertigen. Sie kümmern sich auch um die Rentiere des Weihnachtsmanns und unterhalten ihn mit traditionellen Elfenliedern und lustigen Geschichten. Dann haben wir das Hausstrumpf. Das Licht in diesem Haus brennt schon die ganze Nacht. Ich wette, es ist Heiligabend und die Kinder freuen sich so sehr auf ihre Geschenke, dass sie nicht einschlafen können. Ja, das kennt man ja auch noch von früher, wenn man da eigentlich so lange wach bleiben wollte, bis der Weihnachtsmann kommt und
ihn dann doch komischerweise verpasst hat. Merkwürdig. So, was haben wir denn hier? Schneeburgstrumpf. Der Bau einer eigenen Schneeburg kann jeden Garten in eine Winterwunderlandschaft verwandeln. Und was noch besser ist, es ist der perfekte Ort für eine epische Schneeballschlacht. Ja, Schneeburgen habe ich auch gerne gebaut und Iglus und... Was haben wir denn hier? Einen roten Strumpf mit weißen Tupfen. Wenn der Weihnachtsmann eine Pause vom Basteln und Ausliefern der Geschenke macht, vergnügt er sich mit den Elfen bei Schneeballschlachten. Da aber viel stärker ist als sie, muss er immer darauf achten, dass seine Schneebälle klein genug sind, damit sie seinen kleinen Gegner nicht umhauen. Das ist ja mal eine süße Geschichte. So, ich mache nur ein bisschen leiser. Schauen wir uns doch noch kurz hier um. Weihnachtssachen haben wir gefunden. Lebkuchen hatten wir schon. Stiefel, den Bart. Brief an den Weihnachtsmann. Die Postelfen des Weihnachtsmanns haben alle Hände voll zu tun, um ihm beim Sortieren der Post zu helfen. Also schicke deinen Brief rechtzeitig ab. Die hatten wir, Engel hatten wir, Karamellschlüssel. Ach nee, dieser Schlüssel öffnet die Tür zu einem Winterwunderland. Möchtest du einen Blick in den Ort werfen, an dem Träume Wirklichkeit werden? Das hatten wir mit dem Hufeisen. Weihnachtsschmuck hatten wir auch. Hier fehlt auch nur noch eine Figur. Die Trommel hatten wir. Die Schokoladenwaffel hatten wir. Da haben wir also wirklich nichts weiter gefunden, meine ich. Warte, da war ich jetzt gerade. Dein Zimmer, Weihnachtsschmuck. Was waren? Stimmt, wir können ja noch was ausgeben. Schlittschuhe, 5 Zuckerstangen. Also ich würde sagen, wir nehmen auf jeden Fall erstmal den Schal, damit das Bett komplett ist. Jetzt haben wir noch 20. Frostys Stab, den nehmen wir auch. Okay, 6 und 5. Oh, na so ein Zufall, dass wir alles kaufen können. Und die verdrehte goldene Kerze. Und unser Zimmer ist komplett. Schön. Gut, Wallpapers hatten wir schon durchgeguckt. Konzeptkunst haben wir gerade gelesen. Hier könnten wir nochmal Wimmelbildspiele machen, die auch echt abwechslungsreich waren. Hier sind nochmal die Minispiele. Errungenschaften sind ja eigentlich auch egal. Aber da haben wir einige von bekommen. Leben und Seele der Party. Löse ein Minispiel in einer Minute. Wie habe ich das denn geschafft? Erstes Wunder. Nimm an einer Fahrt mit den Zauberschlitten teil. Das haben wir gemacht. Die Krönung. Alle. Was? Ach nein. Beende eine Wimmelbildszene in einer Minute. Gut, Magie ist echt. 3, 5. Na, das finde ich immer schade, dass man gezwungen ist, um eine Errungenschaft zu bekommen, auch Match 3-Modus machen muss. Aber wie gesagt, das ist ja egal. Bonuskapitel könnte man... Nein. Nochmal spielen, wenn man das will. Und hier haben wir nochmal die Musik. Ja, und mit diesem wunderschönen Bild möchte ich mich von euch verabschieden. Das wäre cool, wenn man das Ganze jetzt nochmal lesen könnte. Das mag ich immer total gerne, aber das wäre jetzt auch wirklich nur noch der Gipfel von einem wunderbaren Spiel. Und ich bedanke mich, das Spiel hat uns durch die gesamte Weihnachtszeit fast begleitet. Unglaublich, wie lange wir an diesem Spiel gespielt haben und Freude hatten. Und ich wünsche euch alles Liebe, kommt gut in das neue Jahr 2024, meine Güte, wie die Zeit vergeht. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns vielleicht wieder drüben. Würde mich freuen. Macht's gut und bis bald. Tschüss.